Guten Abend, liebe Zuschauer daheim und auswärts. Anhänger des guten Tons, der in unserer schnelllebigen Popcorn-Zeit immer etwas zu kurz kommt. Es ist mir ein Herzensanliegen, diese Misere etwas zu mildern. Wie heißt es doch so schön, wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen. Oder zeig mir, wie du isst und ich sag dir, wer du bist. Ja, wertvolles, verschüttetes Gedankengut unserer Altvorderen möchte ich gerne mit Ihnen aus der guten alten Zeit herausmeißeln. Freunde, hört nicht auf diese Quarkschleuder. Hört auf mich, Rudi Rübel. Dann wisst ihr in allen Lebenslagen, wo es lang geht. Oh Gott, mit diesem, Rübel. Ja, soll ich mich auseinandersetzen? So ist es. Was ist unser erstes Themchen, Doktorchen? Moment, wo sind meine Aufzeichnungen? Keine Panik. Doktorchen, bevor Sie weitersuchen, würde ich sagen, Thema Nummer eins. Thema Nummer eins? Klar, Frauen. Frauen aufreißen. Wie bitte? Frauen anmachen. Ich rate mal, mit Frauen erste zarte Kontakte knüpfen, Bekanntschaften machen. Ach, so verquast kann man's auch sagen, Herr Knallmann Pipkopf. Detlef Knickmann Pipkopf. Doktor, bitte. So viel Zeit muss sein. Egal, klingt genauso bescheuert. Also gut, Frauenbekanntschaften laut Knigge. Knigge, Knaggi, 18er, plötzlich gab's noch keine Diskos. Also sagt Knigge gar nicht. Und ich krall mir meine Mäusen eben in der Disco. Nun, dann sehe ich schwarz für mich. Warum, Doktorchen? Gut aufpassen und lernen. Also, Freunde, da gibt es jede Menge Tricks, mit denen man 100% Eindruck schindet. Ich werde euch mal ein paar vorführen, klar? Ha! Zum Beispiel der Bierdeckeltrick. Die Menge bringt's. Blöder Fuzzi! Fuzzi? Der Ausdruck ist mir fremd. Aber irgendwie gebe ich der Dame gefühlsmäßig recht. Primitiv, Rudis Verhalten. Und jetzt, Amigos? Zum Wöhlchen. Oh. Kannst du auch, meine Süße. Wetten das? Oh, da gibt's ja eine Menge zu putzen. Prima. Der erste Kontakt wäre hergestellt. Aber wie schrecklich. Nur das mit dem Glas hat mir imponiert. Oh Gott, das muss ich sofort meiner Mutti zeigen. Und jetzt, Freunde, eine ganz scharfe Sache. Der sogenannte Senfschuss aus dem Hinterhalt. Guckt mal dieses Milchgesicht neben dem Knack- und Backhörnchen. Dieses hübsche Senfbläschen an einer Ecke zart anbeißen. Zwischen zwei Bierdeckel legen. Ziehen. So tun, als ob nichts wäre und dann mit der Faust kräftig raufschlagen. Etwa so. Ja, was war denn das? Was hat er denn? Ein so hübsches Kind würde ich nicht so schnell allein lassen. Wie wär's denn mit einer flotten Beinschmeiße? Schlimm, schlimm, schlimm. Wenn das so weitergeht, zerreiße ich das Handtuch und werfe meinen Vertrag. Wieso denn, Doktorchen? Jetzt lege ich doch erst richtig los.